Genau, jetzt läufst du einfach straight zur Tür Guten raus. Morgen, Talos. Unser Stationspsychologe Dr. Cole bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, einen Termin im Traumazentrum auszumachen. Die Tante will, dass wir uns psychologisch untersuchen lassen. Ich glaube, dafür ist alles zu spät. Ich wollte sagen, das ist natürlich geil, einen halt eben erstmal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in halt so ein komisches Terrarium zu stecken und jeden Tag einen Nagel ins Auge, halt so damit du nicht mehr weißt, was gestern war. Und dann hinterher aber per Durchsage, also wenn es Ihnen nicht so gut gehen sollte, dann sollten Sie sich wirklich mal psychologisch betreuen lassen. Denn so, nein, ich weiß ganz genau, wozu das führt. So leicht kriegt ihr mich nicht nochmal dran, ey. Tutorial ist gerade aufgepoppt. Kampfgrundlagen. Nutze im Kampfumgebung Werkzeuge, bla, ja. Erlies das mal, das wirst du Ja. brauchen. Ja. Ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich gehört. Wähle alternative Wege, um an. Du meinst meinen ersten Fail mit dem Phantom damals? Nein, 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 ich habe Reviews gelesen. Genau. Okay, also ja, okay. Im Grunde genommen, setze alles ein, was du zur Verfügung hast, steht hier. So, ich wollte einfach nur mal gucken, Also aber hier. beißen und kratzen ist auch erlaubt. Genau. Entriegeln. Ich kann das jetzt. Ich habe ja die Schlüsselkarte gefunden. Uff! Uff! Erschieß sie! Erschieß sie! Also das ist jetzt der Ja. Combat-Fokus, ne? Ja, geil eigentlich, so ein bisschen schon. Da ist der dritte noch auf dem Tisch! Jetzt ist er unter dem Tisch! Die halten eine ganze Menge aus von dem Ding Er ist dann. auf dem Tisch, unter dem Tisch, rechts! Der wirft Moment. Sachen durch die Ey, Gegend, der macht's ey! unordentlich! Ey, wo bist du denn jetzt hin? Hey, 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 hier geblieben! Hallo! Ja, Also rechte Maustaste. der pullt dich gerade. Der ist nicht ganz Ja. so blöd. Lass uns erstmal den Raum filzen. Wenn es wichtig war, kommt der schon. Ach, hey, da ist er ja. Hey, hey, hey! Sag Ja, mal! der hat schon verstanden, dass Schrott nicht so geil ist für ihn. Komm her! Wo bist du? Da bist du. Sag mal! Also Also jetzt hau ich ihn. mit der Schraubzange warst du irgendwie besser. Ja. So, wir erinnern uns, da. Na, sag mal! Oh Gott, der hat sich wirklich in einen Lötkolben verwandelt! Okay, aber ist ja lustig. Ich meine, man sieht ja, dass die halt nicht massiv sind, sondern dass sie so aus Ja. so schwirrligen Plasmafäden bestehen. Das heißt, die können sich offenbar in Objekte verwandeln, die wesentlich kleiner sind, als sie sonst Eindeutig. sind. Die hier, der war hier jetzt, was ist das, ein Lötkolben Ich oder würde sagen, so? das ist ein Ja. Lötkolben, Der war jetzt ein Lötkolben. Er hat sich nur dummerweise in einen Lötkolben verwandelt, der direkt daneben auch stand. Darum war es gut zu Ja, identifizieren. das zieht Klar. halt immer nicht, wenn man sieht, dass er sich da gerade hinsetzt. Ja. So ist es. So, hier sind nochmal Obwohl, seien wir Ersatzteile. ehrlich, beim Wassereimer hat es auch Ja, funktioniert. das stimmt. Das ist Ja? richtig. So. Was ist eigentlich die dritte Anzeige da unter uns? Also wir haben einmal Lebensenergie, das ist 80 Mana. Anzug. Ja, stimmt. Also dein Psy-Juice irgendwie, denke Ja, ich, da muss hast du sein. recht, denn den konnte ich ja eben schon einsetzen. Ja, das ist übrigens rechte Maustaste. Kann man diesen komischen, diese Bullet Time, nenne ich es einfach mal, einsetzen. So, ah, guck mal hier, guck mal, ich kann das reparieren. Das 8 von probieren wir doch 6, mal. Mensch. Also G lange gedrückt halten. Jetzt ist Coupé. Und jetzt Und nun? drückst du T für ein Ah, Tutorial. jetzt kann ich hier wahrscheinlich irgendwas machen. Nein, kann ich gerade nicht. Ja. Aber gut. Doch, du kannst da jetzt Kram Ah, reinwerfen. Recycler öffnen. Doch, da, guck mal. So, und da kannst du jetzt einfach Schrott reinschmeißen, den wir gesammelt haben. Na, das machen wir doch mal. Ja. Einfach hier so ein Kram hier. Ja, den Scheiß da. Einfach rein. Oh, das ist immer hin und her springen. Kannst Das du ist nicht immer einfach schwer. doppelklicken? Dann wird es doch bestimmt automatisch reingelegt, oder? Ja, Da die wahrscheinlich. Blümchen kannst du bestimmt auch reinschmeißen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Ah, Danke. kick ihn an. Baseballhandschuh auch nicht, ne? Sehe ich jetzt keinen großen Nutzen drin, muss ich sagen. Da unten sind noch mehr Blümchen. Angerauchte Zigarre, die Blümchen, die Banane, die kann ich essen. Das ist Glue-Zeug hier, das brauche ich noch. Aber den Suff, der erfüllt keinen richtigen Ah, Sinn, da ist ehrlich Suff. gesagt. Ich meine, er ist witzig. Also Mhm. eine würde ich behalten. Kann ich das teilen? Nee, kann ich nicht. Doch, ich glaube schon, das müsstest du teilen Warte können. mal, teilen ist Y. So, da steht's ja. So. Nee, ich will aber das hier Du musst teilen. erstmal So. anklicken und dann ziehst du weg. So, So. zwei. Komm, zwei behalten wir, oder? Ja, jetzt Ah, hast du oder nochmal so. geteilt. So, jetzt haben wir's. Gut, okay. Gut, okay, dann gehen wir jetzt dahin und machen mal. Verwenden? G? Ja, ne? Verwenden? Try. Nee, Ja, der hat nee. den. Warum ist der Medkit jetzt da drin? Das Ja, finde ich jetzt weil nicht gut. das ist nicht so gut. Das war jetzt nicht meine Idee. Ich meine, jetzt bin ich geboostet, das ist Ja, ganz okay, gut. dann gehe ich jetzt auch einfach mal raus. So, jetzt muss hier bestimmt irgendwo ein Knopf Ah, hocken. hier muss ich jetzt Ja. recyceln. Alles klar. Wieder was gelernt. Ui, was passiert jetzt hier? Material, siehst du? Ja, jetzt aber. Oh, guck mal hier, fein.
Pfeil. Oh, eine Rolle Garn gab's auch. Also das ist synthetisches Material. Der Rest kommt halt zum Würfelgepresst raus, aber das nicht. Na gut. So, gucken wir uns mal den Inventar an. Ich habe jetzt hier, ach guck mal, ja, schön. Also wir haben jetzt, was haben wir? Organisches Material, wir haben synthetisches Material und mineralisches Material. Aber warum hast du eigentlich diese Teifenorgane da nicht recycelt? Ja, gute Frage. Rinder mit dem Schrott. Hier. Double Tap. Organisches Material? Let's guess? Ja, Schlotze halt. Ah, hier. Exotisches Material. Gut, so, ist jetzt hier auch noch so ein Fertigungsding irgendwo? Hier bestimmt, nein? Den hatten wir doch schon. Ja, der ist bei mir hinten im Büro. Ja, wir sollten sowieso mal zurückgehen und den Raum noch filzen, weil du bist ja einfach durchgerannt. Ja, komm, das machen wir jetzt als erstes. Müsste wahrscheinlich auch mal lernen, die angerauchten Zigarren. Ja, komm, wir nehmen einfach alles mit. Das einfach alles einpacken, was da ist. Dann wird das einmal durchgemangelt und dann ist das total gut hinterher. Die scheinen hier echt Faible für Zigarren gehabt zu haben in dieser Station. Das ist, naja, Art Deco halt so. Und da, 60er, guck mal, da. 60er, da wurde, eine Knarre. Yay! Haha, 9mm. Ja, sehr schön. Me likey. So, Mosse 1, ja genau. Also anlegen kann man nicht, das haben wir schon rausgefunden. aber man kann zumindest diese Bullet Time auslösen. So, ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Ey, diese Displays da, diese. Ja, also ich meine, das ist so ein bisschen, erinnerst du dich an Thunderbirds? Mhm. Ja, diese alte britische Marionettenserie. Mhm. Also so der Stil ist das irgendwie, ne? Und es ist voll witzig, weil im Haus wirklich meiner Großeltern gibt es noch in so Schränken, gibt es noch Maschinen, die könnte man hier reinstellen und würde sagen, Ja, das, die würden das, sich halt direkt einfügen. Ja, aber auch vom Dekor, also wirklich hier so von dem ganzen, von dem Furnier und von so. Von diesem Fake-Holz, was sie dann da halt so dünn draußen dran gemacht haben, damit es aussieht wie ein Einrichtungsgegenstand. Ja, auch so mit diesen Lautsprechern, es ist so alles. Ja, geil. Komm, ist jetzt, müssen wir ja, jedenfalls. I know, ich fand's nur witzig. Du, also wir können ja auch gerne halt ein Let's Einricht machen, ja, und dann, aber das soll jetzt hier erstmal ein Let's Play werden. So, genau, jetzt hier war ich jetzt schon, hier ist nochmal so Glue-Zeug und so, guck mal, jetzt kann ich, glaube ich, das da wegsprengen, ja. Wa? Ja, würde ich jetzt mal sagen. Mach. Bumm. Naja, das war jetzt nicht sehr spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut. Was ist denn da links in dem Raum noch? Wo meinst du jetzt hier? Na da. Hier waren wir doch gerade, da haben wir doch den Recycler gehabt. Ja, aber hast du hier alles wirklich schon gefilzt? Ich glaube ja, also, würde ich jetzt mal sagen, ja. Ja, gut, dann. Ich glaube, hier an das Display kann ich nicht ran. Das ist eine. Anscheinend sieht so aus so wie so ein Architektending. Nee, das war ich schon. Hier ist alles durch. Gut, na dann. So, ja. Gut, also Dr. Calvinos Werkstatt. Betreten. Naja. Ja, Gründer, würde ich sagen. Nachladen hätte ich mal können vorher, aber gut. Ja, wo du so wahnsinnig viel Munition schon verballert hast. Naja, gut. Naja. Muss halt einfach ein bisschen genauer zielen, ne? Und nicht einfach immer so. So, okay. Wir sind. Jetzt sind wir quasi in Dr. Faustus Labor, ja? Oder wo? Calvinus war der Typ, der mir halt eigentlich hier irgendwie die Scheiße aus dem Hirn gepatcht hat. Ja, ich so. Glaube, ich glaube. Deshalb ich jetzt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Okay. Ja, genau. Oh. Ah, der Dr. Calvinus. Ja. Der. Alles klar. Ja, die alte Pissflitsche, die Schleichangriffe. Was ist das? What's that? Das sind Drohnen, oder? Ah, nee, guck mal, da sitzen halt diese Typhons drin und kontrollieren die. Die muss man wahrscheinlich kaputt machen, dann kommt der da noch so rausgetropft. Schieß doch einfach mal drauf. Temperaturdefinition. Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen. Schrote? What the fuck? Schrote? Ja. Ah, jetzt doch nicht mehr. Da war aber noch ein zweiter. Ja, da war noch ein zweiter. Die Dinger sind ganz, die halten ganz schön was aus. Ja, deswegen sollten wir auf jeden Fall einen Weg finden, die kaputt zu machen, ohne so viel Munition zu verbraten. Okay, diese so, vielleicht kann man sich Handgranaten bauen oder die halt auch so mit der Glue-Gun einsprühen und kaputt hauen. Ach, guck mal, da ist Uschi. Uschi hat noch eine Rohrzange für uns, die können wir auch recyceln. Ah, warte mal, die hat noch mehr. Zack und Big Bang, Bong Bong. Ah, wunderbar. Sheldon nennt er sich auch. Ja, ich weiß, den hast du erst noch gesucht. Warte.
Der war gut. Du bist ein Arsch. So, hey, ich habe Larsen in den Vorführraum geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sutter Lust mitzukommen. Okay, ja, danke. Ey, die rauchen und saufen die ganze Zeit. Waren da links gerade? Nee, ich dachte halt so irgendwie hier, unser anderer mechanischer Freund kam da gerade um die Ecke geschnüdelt, aber nee, war nicht so. Nee, noch nicht. Ich stelle mich mal so hin, ne? Die Vorführung des Artrax-Antriebssystems muss verschoben werden. Wir arbeiten in der Werkstatt an einem kleinen Kalibrierungsproblem, besteht aber kein Grund zur Sorge. Kleines Kalibrierungsproblem heißt bei solchen Spielen immer, dass irgendwas in die Luft geflogen ist. Nö, das ist meistens so ein Minigame, wo man dann so Blöcke durch die Gegend schieben muss oder an irgendeinem Strukturboard so Scheiße hin und her tickern muss, bis dann irgendwas funktioniert. Ja, ja, das stimmt. So, wo sind wir hier? Was kommt hier jetzt noch? Oh, ein Teleskop, um die Sterne zu beobachten. What's ja, happening? Das oh, war... Oh, oh. Tschüss! So long. Tschüss! Grüß schön. Ja, wo auch immer du landest. Oder du? Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. So. Zu schnell, zu weit, zwei. Ja, das hat er auch gelesen. Mhm, eindeutig. So, was haben wir denn hier? Jetzt ist hier so ein Taschenhubble. Teleskop, tatsächlich. Untersuchen? Guck da durch. Ah, da ist der Flieger. Ja... Aber ja, kannst du das jetzt schwenken irgendwie? Nee, leider nicht. Also ich kann nur mit Maustaste 2 zurück, weil hier passiert sonst nichts, wenn ich das, das ist fest ausgerichtet. Na gut, dann soll das wohl so sein. Gut. Was haben wir hier? Asteroidenfragment. Gut, nehmen wir auch mit. Sofasessel. Explosivkanten. Mann, hier kann alles in die Luft fliegen. Das ist irgendwie ja, was aber gut ist, weil das wäre nämlich zum Beispiel so eine Nummer, die man mit den Dingern dann machen könnte, ne? Ja, die halt in die Nähe von so einem Kanister locken und den dann halt einmal mit einer Patrone in die Luft jagen, statt halt 50, was denn? Aalreste sind in diesem Mülleimer drin. Whatever. Ja, da würde ich ja gerne nochmal den Originalbegriff sehen, bevor ich das jetzt glaube. Das ist echt so krass, dass man hier so... Totaler Müllmann! Ja, ich wollte sagen, dass man hier so irgendwie... rumgründeln muss, um halt Material zusammenzusuchen. Was ist denn damit? Hau du die nochmal kaputt und dann kannst du bestimmt die Blümchen pflücken. Organisches Material. Nachgedacht hat, was ihr bracht. Ah, krass. I'm a regular fucking Sherlock Holmes. Mhm. So, hier komme ich aber nicht rein. Nee. Nee, aber wenn wir jetzt halt unseren Hacker Stufe 2 schon hätten, dann könnten wir jetzt da einfach reingehen. Ja, I know, wir werden den ja steigern, sobald wir können. Ja, wir brauchen noch einen Euromod. Wir brauchen noch eins. Einen. Noch. Ah ja, einen. Eins. Ja, eins. Oh, links, links! Links, links, bumm? Nee, wir haben doch gerade festgestellt, wir nehmen jetzt einen so einen Kanister und werfen ihm den hin. Guck mal, der bewegt sich ja gar nicht. Wir werfen uns jetzt so einen Kanister. So, oh, komm, hier. Genau, jetzt schmeißt du ihn den hin und jagst ihn dann in die Luft. Ja, los, ruf! Nicht so doll! Du machst es doch kaputt! Ich hab's kaputt gemacht. Ja, war das gut. Nicht der Sinn der Sache? Ja, ja. Achso. So, was haben wir hier? Warum kann ich diese Ersatz zerlegen? Ich will das jetzt nicht zerlegen, also wirklich. So, was haben wir da? Da ist ein Robot! Danke. Nehmen wir gleich, wa? Machen wir gleich. Rumgehackt. Drin. Hier, komm, hier, zack. Neuromods. So, Techniker wollten wir, ne? Nee, oder was war das? War das Wissenschaftler, oder? Ja, Wissenschaftler, hier. Hacker 2. Hold on. Oh, ruf. Ich find's ja eigentlich total nett, dass dir das nur einmal zeigt, diese Animation. Das ist so eine Sache, wenn der jedes Mal so... Ich glaube, das wird auch sehr schnell alt. Ja. Da hast du recht. So, was haben wir hier noch? Meinst du, das hat jetzt was gebracht mit diesem... irgendwie... Oh, was ist das? Mit diesem Feuerdings da, mit dem Kanister? Ja, wahrscheinlich, ne? Dem das hast du mal nachgezählt? Zwei Schüsse. Ja, aber wir haben vorher auch nur mit der Handfeuerwaffe drauf geschossen. Ja, und da sind zwei komplette Magazine drauf gegangen. Ja, ist richtig. Kleines Reparaturkit ist wahrscheinlich auch nicht sinnlos. So. Außerdem haben wir gesehen, dass er zu Boden gefallen ist. Also er fand das schon gar nicht so gut eigentlich. Ja, das ist richtig. So, da ist noch und wir haben gelernt, vom Werfen explodiert der Kanister. Guck mal, noch mehr Suff. Oh. Was da? Habba. Ja, wie, das war's jetzt, oder was? Ach so macht man das, verstehe. Ja, und dann? Haha, hat ja alles nichts genützt.
Kommst du jetzt hier rein oder kommst du, was ist nein, jetzt? Nein, der hier? Guckt, wo wir... Bitch. Okay. Ja, also hat ihm auch nichts gebracht. Nö, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie man sich so eine Treppe baut. Weißt du, woran mich das alles irgendwie erinnert? Ich ja, weiß, Bioshock. Ja, aber aus, abgesehen von Bioshock, weißt du, woran es mich auch erinnert? Und das ist jetzt wirklich schon lange, lange her. An Half-Life 2. Irgendwie habe ich so, also auch diese Animationen, du kommst irgendwo rein, da passiert irgendwas, irgendwie siehst jemanden. Scripted Events, ja, ja. Aber ich meine, die gibt es ja nur überall. Ja, aber ich meine, irgendwie auch dieses Setting hier mit Labor und du musst hier raus und irgendwie so und alles. Ja, ich ist weiß komisch. Nicht, Half-Life 2 hatte echt sehr wenig Holzvertäfelung. Ah, ja, gut. And we don't go through her haven home anymore. Oh, ich habe mein Inventar ist voll. Was nehmen wir denn jetzt weg hier? Oder wollen wir die Flasche einfach nicht mitnehmen, oder? Ja, wir gehen jetzt einfach mal nochmal kurz und recyceln nochmal. Ja, der wackelt. Lebt der noch? Nein, der wackelt nur ein bisschen. Achso, okay. Der weiß noch nicht. Ja, einfach mal einpacken, Schlüsselkarte. Mhm. Du könntest jetzt einfach so eine Banane essen, hättest du nochmal einen Slot frei. Stimmt. Oder einen Apfel. Warte mal, was geht das? Du jetzt nicht einfach benutzen? G. Ja. Ah, so. Nom nom. Genau, und jetzt kannst du da die ganzen Bourbonflaschen einpacken. Jetzt kann ich die Bourbonflasche einpacken. Und das da weißt du, was auch witzig ist? Du kannst diese Lampe da unten in die Hand nehmen. Ja? Nee. Doch, du kannst sie aufheben, natürlich. Scharnlasen kann ich tragen, die gleiche. Ja, gut, so meinst du jetzt. Aber die, ich glaube, die leuchtet nix. Doch, ein bisschen. Doch, die leuchtet. Aber es ist total schwachsinnig, weil wir haben eine Taschenlampe, die halt keine Energie benötigt. Also... Okay. Ja, das war übrigens Sean Lansen, der hat vorhin diese E-Mail geschrieben, von wegen, ich gehe mal was holen für die Vorstellung und so. Also, ja. Naja, hat sich hat nicht so funktioniert, ne? Nicht so richtig, nee. Was ist hier unten? Hier wieder rausfinden. Oh, guck mal, da ist ein Lüftungsschacht. Ja, guck mal, was da rechts steht. Ja, ich sehe. Sonnengetrocknete Tomaten. Ach, ja, ich esse wieder Äpfel, warte mal. Komm. Also jetzt wird es langsam albern. Lass uns doch einfach die ganze Scheiße recyceln und dann hier nochmal. Das ist ja auch Quatsch. Da sind auch Zigarren. Guck mal, die müssen wir aber noch stacken können. Komm her. Ich fahre hier. Angerauchte Zigarre. Die kann ich noch stacken. Ja, die warten wir schon jetzt hier. Ja, das. So, jetzt ist die Frage: Gehen wir jetzt zurück, recyceln den ganzen Quatsch und gehen wieder hin? Voll, wir sind voll bis oben hin. Ja. Selbst wenn wir nicht wieder hierher kommen, ist das eigentlich völlig egal. Ich glaube schon, dass wir... Ist auch nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ja, das ist richtig. Hier müssen wir lang, ne? Ja. Baby. Wir müssen den ganzen Quatsch jetzt mal loswerden und irgendwie neu bauen. Dann haben wir ein bisschen mehr Munition und so Kram. Ja, genau. Und dann aber dafür müssen wir zu diesem Recycling, zu dem, wie heißt der? Ja, cheers, zu dem Processor? Nee, Mann, wie heißt die Kacke denn jetzt? Ja, zu diesem Fabrikator auf Deutsch heißt er. Ja, so okay, Processor dann, oder wie auch immer das auf Englisch zurück heißt. Und der ist nochmal über die Lobby hinaus, oh Gott. Ja, der ist, es ist nicht so weit weg. Achso, erstmal, nee, wir haben auch einen Recycler drüben, glaube ich. Wir müssen ja nur hier in unser Büro zurück. In Anführungszeichen, ist ja direkt gegenüber. Ja. Ja. Ey, so, ich will jetzt das. Ja halt das Spiel nicht so rippen, ja, das ist ja auch nicht nett. Aber diese Hin- und Her-Latscherei, ja, das ist halt einfach ganz billig Spielzeitschinden, ne? Das ist nicht dein Ding, das ist mir völlig klar. Nee, es ist einfach billig Spielzeitschinden. So, schmeiß rein den ganzen Dreck da. Die Ersatzteile kann man ja auch zum Bauen benutzen, verstehe ich. Aber die ganzen anderen Pister, alles weg. Weg. Alles, was grau ist, weg. Was haben wir noch? Das hier noch und das hier, ja... den so auch gleich, oder? Hier den 6. Weg damit! Weg damit. Das dauert wieder Big rechts. Bang Bong Bongs. Ja, weg damit. Essen wir sowieso nicht. So, das hier. Reagenz. Ja, komm. Was ist das hier? Exotisch, das brauchen wir gleich noch. So, das war's, oder? Sag mal, was ist mit den Drinks da? Duckbier. Ach komm, raus. Ey, weg mit der ganzen das Scheiße. Brauchen wir noch, das ist da links, da ist noch ein Kaffeebecher. Ja. Ja, weg damit. Den grünen Tee, wollen wir den haben? Äpfel brauchen wir nicht, den grünen Tee wollen wir auch nicht haben. So, 9mm, ja, das... Ah ja, na gut, das scheint irgendwie Munition zu sein für irgendwas später. Reparaturgeld ist... Ja, das, der Rest passt. So. Du könntest zwei weitere Schraubenschlüssel wegschmeißen. Danke. So, gut, das war's, glaube ich, ne? Ja. Auf. Zack. So. Und recyceln. Einmal hier den Müllschlucker laufen lassen. Mhm. So, da kam was raus.
So. Ja, jetzt müssen wir es bloß noch irgendwie verbraten können. Ja, das geht direkt gegenüber. So, nämlich hier. So, was können wir machen? Wir können... Na, ganz klar, Schrote und Glue brauchen wir. Ja. Zack. 9mm Patronen brauchen wir noch. Auf jeden Fall ein Rezept. Ja, definitiv. Aber das werden wir ja hoffentlich demnächst da irgendwo finden. Naja, ich habe ja gerade neue Schraubpatronen gemacht. Ja. Da kann man die natürlich auf Monitor verwenden. Warum auch nicht? Es kostet die Welt. Können wir noch ein bisschen backtracken. Ey Leute, es wird noch 4-5 Mal passieren, Leute. Es ist einfach so naheliegend, mit der Maustaste das zu drücken. Es ist einfach so. Das ja, ja. Sorry. Ja, so, zack. Das ist noch. Dann Arbeitssicherheit, ja? Beim Bedienen schwerer Maschinen bitte Handfeuerwaffen einfach wegstecken. Ja, wäre besser. Komm, wir machen das so jetzt. So, zack. So, wie viel haben wir jetzt noch von unserem Kram hier? Ja, wir haben noch. Stopf, einfach alles verbraten. Ja. Glukanister, Schrotpatronen, ne? Komm. Kannst du nicht mehr, ist rot. Ja, stimmt. Glukanister ja. Kann ich noch. Zack. Werden wir eh brauchen bis zum Umfallen, deswegen einfach alles raus jetzt hier. Hat ja überhaupt keinen Sinn, das Zeug aufzuheben. Alles muss raus. Jetzt ist es das jetzt auch schon gewesen. Alle. Jetzt ist es alle. Gut. Was haben wir jetzt noch im Inventar hier? Wir haben noch den Kram haben wir hier noch. Gut. Ja, räum das mal ein bisschen auf. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Was haben wir hier? Exotisches Material. Also wir packen jetzt hier das Material einfach mal alles da drunten hin. So. So, dann haben wir noch ein Reparaturkit. Dann haben wir Munition hier oben. Und so, ne? Schrot. 9mm. Das da, deine komischen Spülchen da unten neben der Wumme sind auch noch Moon. Das ist Munition noch, ja genau. Okay, super. Gut, dann... Gut, okay, ab dafür. Auf geht's. Wieder zurück. Marsch, marsch. Oh, guck mal, Blümchen. Blümchen. Ey, komm, nein, lass sein jetzt. Ey, wir fangen jetzt hier nicht an, die ganzen Kästen aufzuknacken und die Blümchen zu pflücken. Weil ich glaube, bis jetzt haben wir organisches Material, können wir noch überhaupt nicht vercraften irgendwie, oder? Ein Glue, weiß ich nicht, ob das brauchte, glaube ich, doch, organisches Material. Ja, stimmt. Das heißt, Glue stelle ich aus diesem Pflänzchen daher. Gehe ich mal darüber? Komm, da waren wir noch nicht. Ja, jetzt könntest du wieder eine Handfeuerwaffe nehmen. Na gut, was habe ich denn hier? 4... Ja, nimm doch die gleich leer ist. Ja, die hast du schon. Das war jetzt halt irgendwie... Ja, ich wollte nachladen gerade, aber nachladen war gerade nicht. So, okay, ist hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Ist nur eine hübsche Lobby und wahrscheinlich ein Raum, in den wir noch nicht rein dürfen, oder? Doch. Oh. Sales. Da rumpelt schon links. Oh, oh. Guck mal. Oh, oh. Blue raus. Wo ist das für hier? 3 brauche ich. Genau, und drin in den Kampffokus und dann halt anmalen und auf die Fresse. Und denk dran, halt so, der geht geradeaus.